So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder was Spezielles, nämlich eine kleine neue Bosskampf-Map sozusagen. Dieses Mal von MacMackieStein, eventuell kennt ihr noch ein paar andere Creations von dem. Ich habe schon sehr, sehr viel davon vorgestellt, die findet ihr alle in der Creations-Playlist mit drin und die sind richtig gut gemacht. Und heute handelt es sich um den Wither Storm Boss, den ihr eventuell aus dem Story Mode kennt. Dieses riesige, gigantonomische Ding. Und das ist auch extrem cool nachgemacht. Und ich würde sagen, da fange ich gar nicht lang an, hier rumzunölen. Ich gehe gleich mal los, ne? Die Map sieht so aus: Wir spawnen hier in so einem kleinen Nether-Raum und wir haben einen von diesen Wither-Köpfen hier vorne. MacMackieStein hat sich selbst da reingelegt und ist äußerst cool gemacht. Das ist schwebend, transparent und. Oh, er geht. Wenn man mal reinläuft, wird man teleportiert, aber ich wollte es eigentlich kurz zeigen. Zunächst mal, hier ist der Wither-Boss. Und das ist auch eine Map, die man sich zieht. Deswegen ist das. Oh, ich habe gerade voll ins Gesicht gekriegt. Deswegen ist das machbar mit erweiterten Texturen. Deswegen habt ihr den Namen da fliegen sehen. Das ist dann einfach wegen den Texturen, die mit eingefügt sind in der Map, wenn man die sich runterzieht. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung und so weiter und so fort. Könnt ihr alles abchecken und euch gerne das selbst testen und auch mal ziehen. So, und jetzt folgendes. Oh. Wir haben hier unseren Jesse aus dem Story Mode natürlich. Und den fetten Wither Storm Boss, der ist richtig krass gemacht hier. Guck ich das Vieh mal an, das sieht richtig authentisch aus und irgendwie denkt man sich, ja, wie geht sowas? Mit Resource Packs und Commands und alles mögliche geht das auch. Im Chat übrigens, hier steht auch drin, we somehow need to get up to his head, distract the Wither Storm while I'm crafting a pair of wings. Okay, zunächst erstmal, wir kommen bei dem halt da nicht hoch und wir müssen craften jetzt ein paar Flügel sozusagen, damit ich da hochfliegen kann. Und solange muss ich ein bisschen außen rumlaufen und den verwirren, halt distracten sozusagen. Der Spawn, oh, ist halt zur Hälfte fertig, der redet auch mit mir. Jesse, den kennt ihr eventuell auch aus dem Story Mode. Ist auch der Skin von dem? Kann sein, ich hoffe mal. Ich habe den Story Mode selbst nicht gespielt, aber naja. Oh, er wird wieder reingezogen, das ist nicht gut. Dann muss ich einmal oben auf den Kopf schießen und dann lässt er diesen auch wieder los. Boah, Gott. Übrigens, wenn ich sterbe, dann gewinnt der Wither Storm. Ich darf nicht sterben. Ich regeneriere mich selbst. Gerade wieder voll. Ich habe auch noch 2, 3 Herzen. Das ist gerade nicht so gut. Ich muss mir das regenerieren, bevor ich wieder Action machen kann. Da unten. Nein, nein, nein. Oh, der zieht mich nach oben. Boah, Gott. Er schießt auch Wither-Köpfe so runter, die dich angreifen. Oh, ich habe noch 2 Leben. 2,5. Der ballert hier übelst runter, hebt mich hoch und schießt seine Minions runter auf mich. Da schmiedet eins hinter mir. Zack, ich habe weggehauen. Okay. Schön. Oh, Hälfte des Lebens habe ich gleich wieder. Und ich fliege schon wieder rum. Autsch. Bevor ich da jetzt gleich weiter Action mache, gucke ich, dass ich. Okay, dann, er hat die Flügel gecraftet. Bisschen Leben verlade. Ich soll jetzt in der Lage sein, meine Flügel auszubreiten. Collect 5 Witherstorm Fragments so we can craft a Wither Sword. All variety of Pickaxes to break them. Also folgendes: Der wird jetzt hier jede Menge Pickaxes craften. Zack, die sammle ich ein. Ich habe eine Elytra bekommen, sozusagen hier, dass ich fliegen kann. Und ich kann jetzt hier praktisch lang gehen in die Pfützen rein, die er hier, oder Pfützen, nee, in die Fragmente, die er reingeschossen hat, kann ich jetzt reinspringen, so. Und dann werde ich nach oben katapultiert, irgendwie, Achtung, 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 bam, und jetzt kann ich hier fliegen mit der Elytra. Und jetzt muss ich mir diese Fragmente hier holen, die der einmal hier oben rumschleudert. Wenn ich im entsprechenden Rahmen bin, kann ich die mir abbauen und dann kriege ich so ein Ding. Ich war da leider zu niedrig gewesen gerade. Ich muss nochmal probieren, indem ich da gleich nochmal hochfliege. So, soll ich im 5-Modus bleiben? Ich bleibe mal kurz im 5-Modus, ja. Also die Zeit geht nicht ab, in dem Sinne. Also ich kann mir ein bisschen Zeit lassen, glaube ich, wenn ich ihn jetzt hier bekämpfe. So, oh, oh, oh. Ich darf halt nur nicht sterben, weil wenn ich sterbe, dann gewinnt er logischerweise. So, kann schon einmal so ein Ding. Hab ich das geschlagen? Yes, es ist runtergefallen. Oh, ich habe gleich 3 Fragmente gesammelt, so. Nee, 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 nee. Nein, das sind die Minions von dem. Ich habe irgendwie. Es ist nicht kaputt gegangen. Nein. Ich probiere es gleich nochmal. So, hier, komm schon. Er hebt mich selbst manchmal noch so hoch, so ein bisschen. Ich sollte nicht so viel im 5-Modus machen, weil dann treffe ich nämlich nichts. Jedenfalls diese Fragmente hier oben, die müssen wir plätten. Und der Pickaxe abbauen, wenn ich entsprechend Radius bin, dann klappt das auch. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich ein so ein Fragment. 5 davon brauchen wir. Oh, ne, jetzt ist. Das war gerade nicht gut. Nicht hoch genug. Ist gar nicht mal so leicht mit dem Ding hier. Kaschan. Bah. So, und jetzt da. Kaschan. Habe ich es getroffen? Habe ich es getroffen? Nein, ich verwirre. Es sind die Bomben, die runterfliegen. Ich habe nicht das Fragment getroffen. Ich muss. F5, ich sehe das noch nicht. Nein, warte, warte, warte. So. Einer von denen abbauen hier. Komm schon. Abbauen, abbauen, mit Pickaxe. Abbauen, 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 abbauen. Ich treffe nicht. Ich bin nicht nah genug dran. Ah, ich will so ein Wither-Fragment.
Und hier unten warten jetzt nur die Viecher wieder auf mich. Puh, wir können uns aber... Es ist kein Zeitdruck da. Ich darf auch nicht allzu hart runterknallen. Wenn ich mit der Elytra mich selbst kill, dann zählt das als, Dings. Als Witherstorm hat gewonnen. So, nochmal, komm schon. Ich muss genau dich anzufügen. Ich treffe sie nicht. Ich treffe sie nicht mit der Pickaxe. Ist dafür zu blöd? Ich probiere es nochmal. So. Einfach aufpassen, dass man nicht draufknallt auf den Boden. Weg mit dir. Und nochmal, nochmal. Ist doch jetzt kacke hier. Autsch. Ich treffe die nicht. Bin dafür zu blöd. Habe ich getroffen? Nee, habe ich nicht getroffen. Ich treffe die nicht! Oder ist das hier wieder... Ist das eins oder ist das... Nein, das sind wieder die Minions von dem. Das fallen nämlich auch schwarze Blöcke da nach unten. Ich habe eben gerade schon mal einen Testdurchlauf gemacht. Ich krieg die Dinger nicht kaputt. Ich krieg die nicht kaputt. Nochmal. Komm schon. Jetzt bin ich aber direkt durchgeflogen. Hat das gezählt? Ich sehe es nirgends auf dem Boden. Es hat nicht gezählt. Es hat nicht gezählt! Ah. Kurzer Cut. Okay, da wäre ich wieder. Wenn ich es nicht richtig mache, dann wundert es... Kein Wunder, dass es nicht klappt. Ich muss dieses Rechtsklicken nicht abbauen. Nächster Versuch. Und fliegen. Jetzt ist ab... Ja, genau. Da fliegt das Fragment. So. Jetzt Achtung, langsam runtergleiten, damit ich mich nicht hinlege. Da vorne liegt es. Es gibt Partikel aus. Zack. Erstes Fragment habe ich. Okay. Jetzt muss ich zurück zu Jesse und mir die nächste holen. Da kann ich eigentlich auch schon wieder hier... Komm, 5 muss man. Ich bin schon nah genug durchgeflogen, aber ich habe Linksklick gemacht, weil ich typisch Minecrafter, typisch abbauen. Pickaxe muss man Linksklick, nicht mit Rechtsklick. Geht nicht. So. Und jetzt weiter. Nächsten Teil holen. Nächsten. Das Coole ist, hier verliert man keinen Hunger und so. So, jetzt kommen hier einmal zack nach oben. Und jetzt das nächste Teil. Zack, ich hab's bekommen. Da fliegt es. Ich tauche hinterher. Nee, Luft ist nicht ein. Ich mache keinen Frontal-Crash. Wenn ich tot bin, dann hat der Oda gewonnen. Ist war blöd. Keinen Schaden kriegen. Hab ich's. Okay, ich hab's eingesammelt. Dann, nächste Spitzhacke. Komm schon, Jesse, craft mir nächste Spitzhacke. Pickaxe for the win. Whoa! Der hebt mich jetzt mal hoch. Zack, dritte Pickaxe. 5 Stück brauche ich insgesamt. Da ist wieder so ein Minion von dem. Dann einmal nach oben. Danke. Jetzt wieder shiften, weil ich habe nur, wenn ich Shift drücke, habe ich die Elytra an, sozusagen. Nein, habe ich das gekriegt? Habe ich nicht gekriegt. Ich habe keins gekriegt. Verdammt. Nochmal. Man kommt nur so gerade so auf die richtige Höhe. Wird immer so eiskalt hochgeschleudert. So. Okay, ich hab's getroffen, weil mein Pickaxe ist weg. Da vorne fliegt's. Elytra ist cool. Ich will seinen Craft Attack. So. Und jetzt Achtung, wo es gelandet, habe ich es eingesammelt. 3. Irgendwo hier. Partikel. Da liegt's. Nein, heb ich nicht hoch. So. Dritten habe ich. Und dann, nee, ich brauche eine neue Spitzhacke. Verdammt. Und Spitzhacke geht schlecht. Jesse, wo bist du? Da, craft mir die Spitzhacke. Ich brauche eine Spitzhacke. Danke, habe ich. So, jetzt hier, komm. Komm, das Fieder. Schon wieder eins hinter mir. Weg mit dir. Ist aber cool, dass man wenigstens mit einem Schlag weghauen kann, nicht mit zweien. Das wäre nicht so langwierig. Mach schon sprinten und dann hier wieder hoch. Ach so, vorne ist uns auch so ein Teil gewesen. So, jetzt kann ich hier so... Kann ich... Yes, ich hab's bekommen. Oh, gleich sogar im Flug eingesammelt. Komm schon, Jesse, die letzte Spitzhacke. Und dann craft ich mir das Wither-Schwert. Wither-Sword incoming. So, einmal kurz weg. Gut. Jesse, die Spitzhacke. Ja, die letzte. Ich hab's. Okay. Und, warte mal. Wo war nochmal der andere Einschlagskrater, wo ich hoch kann? Ah, da vorne war der. So, dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Und Jump. Jetzt bin ich nicht hoch genug gekommen. Ich nehme wieder meinen anderen, mit dem komme ich nicht hoch genug. Aber nach unten, ne? Map sieht aber cool aus hier. So, komm, auf geht's. Hauptsache, ich leg mich nicht hin. Flip. Oh ja, ist richtige Höhe. Hab ich? Ja, ich hab's. Ich tauche hinterher. Nein, kein Frontalsturz. Da vorne liegt's. Schön. Ich habe 5 Stück jetzt und jetzt machen wir uns das Wither-Schwert. Dazu nehmen wir die 5 Dinger, werfen es auf den Boden, werfen das Diamantschwert hinterher und dann bekomme ich das Wither-Schwert. Good job, I craft some TNT minecarts to destroy the Witherstorm's force field. After you launch the minecart, you'll have about 15 seconds to attack the command block inside of the Witherstorm. Okay, das heißt, der hat eine TNT-Kanone gebaut, die sieht so aus. Wenn ich da drauf drücke, dann fliegt... Wither-Ding.
Dann fliegt ein TNT-Block einmal hier runter nach oben, wird nach oben geschleudert und in dem Witherstorm-Teil explodiert das Ding dann. Und dann ist praktisch das Kraftfeld von ihm zerstört, sodass ich da reinfliegen kann und den Command-Block innen drin kaputt hauen kann. Also falls ihr den Storm-Mode kennt, das Ding besteht aus einem Command-Block in der Mitte, der völlig wirr ist und durchdreht. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Und ich hoffe mal, dass das jetzt geht. Habe ich einfach. Ich gehe mir da in den normalen Modus rein, so, damit ich mal sehen kann. Achtung. Wutherschwätz sieht cool aus. Jetzt fliegt hier das TNT darunter und boom! Zerfetzt erstmal das Force-Field von dem. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie rein. So. Zack. Oh je, das mit. Oh, das ist ja blöd hier. Der schießt mich nie so weit hoch, wie es sollte. So, jetzt aber. Jetzt kann ich hier reinfliegen. Komm schon in den rein, in den Command-Block. Wenn ich ihn jetzt triff, dann habe ich gewonnen. Command-Block. Wo bist du, Command-Block? Ich sehe dich nicht, Command-Block. Okay, ich meine dich wahrscheinlich nicht hoch genug. Da ist irgendwo ein Command-Block drin, der leuchtet und glitzert. Okay. Ich muss wieder ein TNT schießen, das Force-Field zerstören, weil ich glaube, die 15 Sekunden sind rum. Wieder TNT drauf. Boom! Jetzt knallt's. Rutsch, man sieht so richtig fette Partikel. Jetzt gehe ich wieder hinten, keine Ahnung, bei dem anderen komme ich nicht so hoch irgendwie. Und flupp. So, jetzt hier rein. Ich glaube auch nicht, dass es gereicht hat. Das reicht nicht von der Höhe. Die 15 Sekunden halt hier, ne? Komm schon. Ja, das würde jetzt reichen wieder. Command-Block, wo ist er? Ich sehe den Command-Block nicht. Command-Block. Irgendwo drin ist einer, ich muss ihn einmal nur einfach einschlagen. Ich sehe nicht. Nochmal. Aber ist auf jeden Fall einer drin, das kriegen wir schon noch hin. Wieder ein TNT-Minecart. Wird gelauncht. Explodiert. So, jetzt aber, komm. Ich gehe nochmal eine 5, vielleicht sieht das dann besser. So, ist schön richtig hoch. Jo, das ist gut. Jetzt muss ich hier reintauchen. Reintauchen. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Da oben. Da ist er. What? Ich bin gestorben. Ich habe keine Ahnung wie. Wahrscheinlich, weil ich mit der Elytra nach oben geguckt habe. The Wither Storm War has won. Verdammt. Okay, den letzten Teil machen wir jetzt nochmal. Mein Cut ist wieder da. Da werden wir wieder draufdrücken. Nächster Versuch. Und dann nach oben. Das Minecraft, da explodiert es, genau. Jetzt kann ich hier wieder hoch. Komm schon, Command-Block. Irgendwo drin bist du. Da ist er. Nein. Knapp daneben. Ich treffe das Ding, weil Clickspam funktioniert ja nicht. Das ist ja. Ärgerlich, jetzt muss ich wieder warten, bis das Minecraft da ist. Einfach wieder warten. Weg mit dir, Skeletor. Die wird voll gewithert. Komm schon, bis das nächste Minecraft wieder. Da ist es auch schon. Da fliegt's. Ich will diesen Command-Block. Nein, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt gut. So, komm schon. Wo ist er? Ich will nicht zu sehr nach unten gucken. Da. Oh, ich habe ihn getroffen. Er fällt runter. Yes, congratulations. You defeated the Witherstorm. Endlich, da haben wir ihn zerlegt. Da wurden wir auch gleich wieder sofort zurück teleportiert. Das Vieh ist komplett oben in die Einzelteile zersplittert und jetzt runtergefallen werden, zurückgedingst. Und theoretisch könnten wir jetzt hier wieder starten. Wenn wir also hier reinlaufen, resettet sich die Map wieder komplett automatisch und wir könnten loslegen. Und jetzt so sieht ein so ein Kopf aus. Das ist halt mit Resource Pack gemacht worden, so wie es aussieht. Oder Resource Packs ist einem Resource Pack, was in die Karte mit integriert wurde. Ich kann theoretisch hier reinlaufen, zack, und dann geht's wieder los. Der Kampf beginnt von vorne. Jedenfalls so sieht das Vieh aus und das ist doch eigentlich mal mega geil. Game Mode 1. So. In Creative Mode. Damit werdet ihr ihn hier mal von vorne begutachten können. Boah. Der sieht echt gruselig aus. Aber richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Und das wäre es auch schon gewesen von dem Video. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Was mal wieder so alles möglich ist im Sinne von Minecraft Creation. Das glaubt man gar nicht. Das Vieh wäre auf jeden Fall mal ein richtig cooler, tatsächlicher Endboss, oder? Wäre doch mal was. Das wäre doch mal wirklich was für Minecraft. Nach dem Enderdrachen, nach dem Wither kommt so ein Vieh. Das wäre ziemlich gruselig, aber egal. Okay. So viel dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Jesse wird reingezogen. Los. Werde gefressen. Wahrscheinlich verliere ich jetzt gleich, wenn Jesse gefressen wird. Und, Jesse died with the someone. Okay, das passiert auch. Dann, ja, bis zum nächsten Video. Bis dahin, lass krachen. Und tschüss.